Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stellwerksim. Wir schauen uns ein ganz brandneues Stellwerk an. Und zwar ist es Paris Gare du Nord. Hundertprozentig falsch ausgesprochen. Ein Moment, da kommt von TC3 schnell was. Muss mal schnell schauen, wo der hin muss. Der will auf Gleis 12. Alles klar. Das, den schicke ich mir ganz kurz hier runter. Und dann erkläre ich euch mal, was hier eigentlich abgeht. So, rein auf die 12. H2 möchte auf Gleis 30, wo gerade ein anderer Zug reinfährt. Ja, was ihr vielleicht bemerkt, wir haben eine dezente Verspätung von jedem Zug. Und das liegt nicht daran, dass ich den ganzen Tag hier drin war und Chaos gemacht habe. Nee, es gab eine kleine Störung, es ist eine Fahrplanänderung und dann hat die Hälfte nicht funktioniert. Und jetzt hat hier alles Verspätung. Okay, Kollege, du wirst nicht auf die 30 fahren. Du wirst auf Gleis 31 fahren. Das erste. So, einmal so. Und 31. Ja, okay. Also, was sehen wir denn hier? Einerseits den großen Bahnhof an sich. Da hat es so ein, zwei Gleise, wo man hier Züge deponieren kann. Wir haben hier unten die S-Bahn, die läuft eigentlich weitestgehend automatisiert nach Saint-Denis. Da müssen wir eigentlich nichts machen, sofern es keine Störung hat. Wir kümmern uns also eigentlich nur um den Bahnhof hier oben. Wir haben oben das Technikcenter, wo Züge reinfahren und rausfahren. Und dann die Haupteinfahrten für uns sind hier SDE, H2 und H1. Und H2 sind jeweils die roten. Und orange ist H1 und SDE ist hier oben. Da oben muss man vor allem aufpassen bei diesen zwei Haupt-Ein- und Ausfahrten, wo man die Züge wirklich hinschickt, je nach was für Gleis sie haben. Weil sonst, sie kommen nicht von überall nach überall. Und wir haben den nächsten von TC3, der will nach Gleis 16 einmal annehmen. 16 ist weiter unten. Er fährt dem hinterher. So, Gleis 16. Weißt du, das nächste so und so. 30 will auf Depot fahren. Depot 3, das ist hier unten. Kannst du dir schon mal einstellen. Ne? Kann ich nicht voreinstellen. Nö, da müssen wir noch warten. Der ist noch unterwegs. TC3. Hammer. Ja, da unten tut es halt natürlich jetzt ein bisschen staunen. Das können wir aber erstmal ignorieren. Ich hoffe echt, bei dieser S-Bahn-Strecke, da gibt es keine Störung. Sonst wird es stressig. So, jetzt müsste der jeden Moment hier reinfahren können. Also, so krasse Verspätungen habe ich noch nie erlebt. Also vor allem, dass hier wirklich alles so verspätet ist. Okay, 30 kann dann los. Perfekt. Ja, und teilweise nutzt man vor allem den Bereich hier oben manchmal auch für andere Linien. Gerade zum Ausweichen oder für Doppelausfahrten. Es macht schon Spaß, aber es ist fordernd und definitiv nicht für Anfänger geeignet, sagt auch der Ersteller. Also ideal für mich, ne? Weil ich das super Profi bin. Nicht. Aber ich gebe mal, bis das H1 kommt. Und der will auf Gleis 35. Das ist der Orange hier. 35 geradeaus. Stelle ich dir schon mal ein. Und dann wird kommen. 640. Perfekt. Schau mal, dass ich mal die Infoseite aufmache. Habe ich jetzt natürlich gut gemacht. Probier es jetzt auf der falschen Seite. So. B31, 1034, 1039, 31 auf H2. Warte ich jetzt erstmal einen Moment, bis er effektiv seine Abfahrt hat. Dann aber den Bahnhof dann auch einmal richtig voll kriegen.
Also ungefähr 2 Stunden für mich habe ich jetzt schon mal so gespielt. Also komplett voll war er noch nie. Also zur Hälfte. Das schon. Es war heute ganz am Anfang in der Früh noch spannend, dass sind überhaupt gar keine Züge von den Gegenständen kommen. Bis sie dann irgendwas im System gemacht haben. Das ist mir am Anfang gar nicht mehr so wirklich aufgefallen. Ich habe die Züge da so rausgeschickt in der Instanz, wo ich gestartet bin. Und dann, ja, war es ein bisschen ruhig. Und dann haben wir mal ein bisschen nachgeguckt. Man kann es ja nicht sein, dass ja gar nichts mehr kommt. Nice. 31 auf H2. 31. Fährst mal hier rauf. Und schickt durch. Perfekt. Ein Zug weniger. Und 12 will auf SDE. Das ist hier oben. Und du fährst mir den oberen. So. Einmal komplett drüber über den Spaßgarten hier. Perfekt. Und hier runter. Gott sei Dank bin ich da drüber fahren. Das ist drunter. Das ist hier wirklich Gold wert. So, 16. Der fährt dann auch noch SDE. Der ICE 2309. Wie schaut es bei dir aus? Nach H1. Alles klar. Das Nachbarstellwerk St. Denis ist ebenfalls neu. Das könnten wir uns dann auch noch angucken. Das ist fast gleich vor dem wie das hier. Da geht es ganz schön ab da drüben. Ja, irgendwann vergessen. Der wartet auf bei der Fahrt. Okay, alles gut. Ganz am Anfang war das noch ein bisschen irritiert da unten. Aber als ich dann gesehen habe, dass das hier wirklich alles voll mit Autosix ist, war ich dann schon ein bisschen entspannt, dass ich mich um das nicht kümmern muss. So, wie schaut's aus? 12. Steht immer noch da. Gib mal Gas. 264 Minuten. Haben wir eigentlich irgendetwas unter 200 Minuten? Ah ja, da. Einer mit 94. 77. Geht doch. Ist irgendwie pünktlicher. Ja, also ich glaube bis zum Neustart wird das nichts mehr. Ist sehr krass. Geht eigentlich fast wie ein echt bei der Deutschen Bahn sein. Okay, der war jetzt ein bisschen. Ah, der nächste von H1, der reinkommt. Fahrstraße ist schon mal da. Nö, 12 will ich fahren. Nach Flandres. Ist die Idee. Okay, der interessiert mich nicht. Also solange hier kein Bahnsteig drin steht mit einer Nummer, ist es eigentlich so gut wie immer da unten S-Bahn. Kann man sie ignorieren, wenn sie hier stehen. So, 12 ist weg. 35 auf H1. H1 bei Orange. So, steht auch hier auch nochmal. Und da müsste jetzt komplett durchgehen. Ne? Ja, tut er auch. Und 16 auf SDE. Habe ich bei dir? Ja, da oben habe ich ihn noch fertig gemacht. 16, 16, 16. Wie musst denn du fahren? Ja, 16 muss über den unteren fahren. Und da können wir es dann so machen, wenn wir dann hier sind, der fährt dann zwar hier einmal drüber, kann aber hier wieder runterfahren und da so rein. Gibt ja da keine Weiche da oben drauf. Aber das macht nichts. Theoretisch
Nee, das wäre auch nicht gegangen. Da gibt es keine Weiche mehr nach da oben. Reinfahren wäre vielleicht gegangen. So, 16, dann einmal hier rein. Hoffen wir mal, dass hier von TC3 nichts kommt währenddessen. Es ist gerade nicht so stressig, als wie bei meinem Angezug. Ist halt ein bisschen schade mit dieser Mega-Verspätung. Wenn es nur einzelne wären und der Rest pünktlich, wäre es natürlich ein bisschen fordernder. Haben wir irgendeinen mit 300? Nee. 284, knapp. Zuerst mal kein mit 300. Okay, alle Züge sind glücklich. Keiner mehr im Bahnhof fürs Erste. Nur noch S-Bahn-Betrieb. Ja, dann können wir uns immer ein bisschen entspannen. Ich frage mich, ob er da drüben vielleicht ein kleines Stellwerkproblem hat, weil eigentlich sind so alle paar Minuten ständig dort Züge reinkommen. Also er redet nicht nur von der S-Bahn, sondern auch da oben. Ja, da wird schon umgestellt für seine Ausfahrt. Nice. Okay, ja dann. Wenn es jetzt mal ein bisschen ruhig ist, kann ich mal ein bisschen was vorlesen, was der Erbauer zu dem Ganzen hier sagt. Der Bahnhof Paris Nord, französisch Paris Gare du Nord, also hundertprozentig falsch ausgesprochen von mir, liegt im 10. Arrondissement von Paris am Place Napoleon III. Und ist mit täglich mehr als 670.000 Reisenden, Stand 2019, der meistfrequentierte Bahnhof in Europa. Weltweit der drittgrößte und für den Einsatz der TGV-Züge auf der 1993 eröffneten LGV Nord und für die Eurostar-Züge ab 1994 waren im Bahnhof Paris Nord verschiedene Baumaßnahmen und Änderungen im Betriebsablauf unumgänglich. Danach Betriebnahme der Strecke und des Eurotunnels mit einer Steigerung des Reisendenzahlen von 61 auf 63 Millionen pro Jahr gerechnet wurde. Weiter wurde die Verwendung der Bahnhofsgleise neu geordnet, wobei die 13 Bahnstrecke der Haupthalle auf 405 Meter verlängert wurden. Die Nahverkehrszüge der Linie H wurden aus der Haupthalle an den Rand des Gleisfelds verlegt. Das Gleisvorfeld wurde optimiert, Überwerfungsbauwerke sorgen für eine bessere Trennung der Hauptstrecken und der Gleise zum Bahnbetriebswerk Landy. Da oben. Okay, da kommt was. 490. Das ist der da. Gleis 34 von H1. 34. Wird schon richtig geschaut. Ja, okay. Gott sei Dank ist das farblich hier so schön hinterlegt. Dann sieht man das recht schnell. Sonst, glaube ich, kommt gerade keiner. Gut, kann ich ja wieder weiterlesen. Bis zum Jahr 2024 sollte der Bahnhof grundlegend umgebaut und erweitert werden, wobei seine Fläche verdreifacht werden sollte. Also jetzt gerade nicht schon klein. Die Kosten wurden zunächst auf rund 600 Millionen Euro geschätzt. Zur Umsetzung des Projekts gründete die für die Bahnhöfe zuständige Tochter der staatlichen Eisenbahnkonzerns SNCF gemeinsam mit dem Privatunternehmen Citrus eine Tochtergesellschaft der Warenhauskette Auchan. Eine gemischte Gesellschaft, in Französisch, Namen spreche ich jetzt nicht aus, namens SR Gare du Nord oder kurz Stadion Nord. An der Citrus 66% der Anteile hält. Okay, das ist eigentlich ein bisschen langweilig. Da geht es eigentlich nur, wer da jetzt ein bisschen Beteiligung an dem Ganzen hat. Ich schiebe mal ganz kurz den Text auf die andere Seite. Ist ein bisschen einfacher zum Lesen. So, was haben wir denn? Nach Auseinandersetzung mit der Pariser Stadtverwaltung wurde im November 2020 entschieden, den Umfang des Projekts zu verringern. Am 22. September 2021 schließlich gab der SNCF bekannt, das Projekt in der bisherigen Form ganz aufzugeben.
Als Grund wurde ein unerträgliches Abdriften des gemeinsam mit Citrus gegründeten Projektträgers Stadion Not von den vertraglichen Vereinbarungen genannt. Das SNCF-Tochterunternehmen für Bahnhöfe war im Juli 2021 von Stadion Not unterrichtet worden, dass die voraussichtlichen Kosten auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen seien und das Projekt aufgrund erheblicher Verzögerungen nicht wie geplant zu den Olympischen Spielen 2024 fertiggestellt werden könne. Alter, das sind Summen, mit denen die da rumspielen. Als wäre das irgendwie total selbstverständlich. Okay. Was haben wir denn? In Paris-Nord gibt es noch ein Gleis 2 mit Bahnsteig. Dieses wird jedoch fahrplanmäßig nicht mehr benutzt. Heute ist es ein Abstellgleis und Ausweichgleis bei Betriebssteuerung. Aus Platzgründen hier im Simulator nicht enthalten. Schade, warum eigentlich nicht? Wäre ja ganz hier oben gewesen. Sonst irgendwas zu tun? Nee, ist jetzt nur S-Bahn-Verkehr. Wo sind die ganzen anderen Züge? Gibt's ja nicht. Ha. S33. S20. Das ist ein bisschen zu ruhig hier momentan. Ah, was haben wir denn noch so? Weiterhin hat der Bahnhof Paris-Nord eine grobe Betriebsunterteilung. Gleis 3 bis 6 ist Terminal Eurostar nach London unter Benutzung des Eurotunnels. Diese Gleise sind vom Rest des Bahnhofs mit einem Zaun abgetrennt. Okay, interesting. 7 und 8 sind Tennis-Züge nach Belgien, Deutschland und in die Niederlande. 9 bis 18 ist TGV Nord, Züge des Fernverkehrs und einige Regionalzüge PKD. 16 bis 21 Regionalzüge TR PKD. 30 bis 36 Regionalzüge in die Île-de-France Transilien und 41 bis 44 unterirdisch Vorortszüge des RR-Netzes. Okay. Ja, macht irgendwie noch Sinn, dass man das dann so aufteilt. Auf Vorsorgnade wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Die Farben bzw. Nummern und Buchstaben der ausfahrenden SDE sind mit dem Nachbarstellwerk St. Denis identisch. Grundsätzlich ist zum Betrieb hier, es wird links gefahren. Die Ausfahrten SDE H1 und H2 können frei getauscht werden. Die Züge von SDE B können auch über SDE K einfahren. Im Regelbetrieb ist dies sogar vorgesehen. Die Ausfahrten RER B und D können freigetauscht werden. Die führen im weiteren Verlauf E auf eine Strecke zusammen. Okay. Und die rot-weiße Strecke wird von ankommenden TR Intercity und ausfahrenden Transilien H je nach Betriebssituation genutzt. Da ist das Gleis hier oben da gemeint. Und ansonsten, ihr habt von und nach SDE verschiedene Fahrtmöglichkeiten. Denkt vor allem bei Verspätung ans kreative Fahren. Auch im Regelbetrieb am Nadelöhr zwischen Einfahrten SDE und den ersten Brücken. Das da. Ja. Kann ich jetzt nur ein bisschen schlecht demonstrieren, nachdem jetzt gerade wenig los ist und mein Nachbar von auch gegangen ist. 34, du bist wieder auf die H1. Kann ich dir eigentlich gerade schon wieder geben, weil ja nichts los ist. Noch nicht, was los ist. Option wäre, dass man vielleicht die Instanz wechselt. Ich bin hier auf Instanz 2. 1 ist besetzt. Wer hätte es gedacht? Neues Stellwerk. Aber vielleicht machen wir das, damit wir hier oben ein bisschen mehr Verkehr haben. Ja, ich mache mal kurz einen Cut für euch. Und wenn jetzt dann hier oben die Züge reinkommen, dann bleiben wir hier. Ansonsten wird der nächste Abschnitt sein, dass ich auf der anderen Instanz bin. Also, bis gleich. So, da wären wir auch wieder zurück und jetzt sind wir auf Instanz 1, aber in der Übungsvariante. Bei 1 Multiplayer ist halt besetzt, aber hier ist trotzdem gut was los und beschäftigt uns. Und auch hier haben wir leider maximal Verspätung. Ein einziger Zug ist pünktlich. Sonst alle Verspätung. Ja, die meisten sind gerade bei der Einfahrt. Die Klingel ist die ganze Zeit am Abgehen hier unten. Und ich muss hier aufpassen auf die Züge da oben. 620. Ja, ich habe mich eingestellt. 36 will auf H1. Da kommt gerade ein Zug. Ich glaube, ich lasse ich mal schnell raus. 36 auf H1. Du wolltest auf 35. Machen wir das mal schnell.
16 wäre dann hier der nächste schon wieder. Der da oben ist von TC3 kommt, den habe ich mal oben drüber geschickt. Hier wird jetzt nicht langweilig. Aber stellt euch mal vor, so war es in Train Driver. Oder vielleicht später mal Simray. Holy shit. Wäre auf alle Fälle was geboten im Stellwerk. So, SDE. Da will auf Gleis 20. Das haben wir hier unten. Jetzt mal überlegen. Du fährst da runter, bitte. 20. Ah, wir fahren so. So. Und hier in die 20 rein. Gleis 19 auf TC3. Wir fahren nach da oben. Und dann hier auf TC3 rein. Hätten wir das auch? Sonst rein vergessen? Glaube nicht. Naja, ist ein bisschen irritierend, dass unten bei der S-Bahn so viel rot ist. SDE. Na, das war der. 554. 31 auf H2. Das ist das da oben. Ja, soll man hier Platz machen dann. Ich warte jetzt einfach knallhart, bis es hier gelb wird. Bei den ganzen Verspätungen hier. Haben wir hier sonst irgendeinen Zug, der pünktlich ist? Nee. Naja. Wobei, ist der wirklich pünktlich? 18. Der ist wirklich pünktlich. 21 noch Depot 4. Okay, ich lasse ich erstmal noch stehen. Also als Depot 4 müsste dann hier noch da oben, einmal da nach unten. Und Depot 4, warte mal, 21. Ist was? So, 21. Vorzeitige Abfahrt. Dann hast du sogar eine Verfrühung, Kollege. Und ich habe einen Bahnsteig mehr. Für den Fall der Fälle. Irgendwie wird mir hier zu wenig angezeigt. 10, 16, 31. Sind da 35 Grad am ändern. Soll ich dich gerade auf Depot 4 reinschicken? Es fährt ja gerade nichts. Komm, düst du mal hier schnell runter, damit ich dich los bin. 31 auf H2. 31 H2. Wir fahren nach da. Nach da. Und dann müsst ihr hier auf H2 durchstellen. Jetzt ist ja gut ausgegangen. Ja, geht durch. 35 auf H1. Schön. Und 16 auf SDI. 16, 16, 16. 16. Wir müssen leider so fahren und dann hier einmal so. Und 20 will auch schon weg auf TC3. Oder auf H1 kommt gerade was. Warte mal, H1 auf 34. Schon mal einstellen. 20, 20, 20 von da unten. Machen wir das gleiche. Du fährst hier hinterher. Und dann hier TC3. Wäre das erledigt.
Gleis 10 fährt dann eben, Gleis 10 wird dann über oben fahren, hätte ich jetzt mal gesagt. STE 7102 auf Gleis 14, das ist hier. Kommt der von da oben? Ne, der kommt nicht runter. Gleis 14, was mache ich jetzt mit dir? Kann ich den Move bringen? Ja, den kann ich. So, und von da aus auf das Signal Gleis 14. Ah, jetzt blockiere ich die 20. Warte mal, das machen wir nicht. Ich will die 20 zuerst fahren. Gleis 10, SDE. Gleis 10, du fährst von da oben. Von hier dann nach da. Dann wäre das erledigt. Alter, es ist nur am Scheppern hier. Eie. Oh, scheiße. 908, den habe ich jetzt übersehen. 49, wo bist du? Wo bist du? Wo ist der Zug? Hä? Bin ich jetzt doof? Wo ist die Zugnummer? 49, 908. Schau mir gerade den Zug nicht an. Die von, warte mal, 9302, der muss auf Gleis 8. Gleis 8 ist oben. Du fährst so. Dann kümmere ich mich schnell um ihn. Gleis 8. Sag mal, das gibt's doch nicht. 49, 908. SD H1 von SDE H1. Der will auf 35. Aber der müsste ja von SDE K sein, der hier rot ist. Da ist er. Auf 33. Bitteschön. Habe ich jetzt noch irgendeinen Zug übersehen? Glaube nicht. Ich glaube, sie fahren alle. So, er ist noch da. Er ist noch da unten. Er hat auch seine Fahrstraße. Also es wird hier schnell unübersichtlich, wenn man da einmal den Blick wegschweifen lässt. Okay, wieder alles unter Kontrolle fürs Erste. Boah, da kriege ich ganz schwitzige Hände hier. Gut. 1, 2. Momentan. 34 auf Depot 3. Kannst du gleich im Anschluss machen? Ah, ich kann sie nicht mehr einstellen. 14, TC3. 14, 14, 14, TC3. Wir fahren so. Bitteschön, weg mit dir. Ja, eigentlich müssen wir hier mit dem Depotfahrten ja eh nicht stressen. Ist ja immerhin nur Depot. Und jetzt ist sie gleich mal da. Also die nächsten 2 Minuten fährt der 010er dann auch weg. Ja,
Jetzt scheint es aber wieder ruhig zu sein von da oben. SDE kommt rein. Wir Gleis 17, das wäre hier. Wir machen das kurz so. Macht das Sinn? 17. Nach da oben, nach da. 17. Perfekt. Gleis 8. Jetzt habe ich das umgestellt. Gleis 8, wo bist denn du dann hin? Du bist dann nach SDI wieder fahren. Weiß ich Bescheid. Ja, kann ich jetzt schon? Ja, perfekt. Ein gelber Zug weniger. Die Verbindung von dem SDE auf das Gleis wäre... Ach, warte mal. Doch, na, ich bin so doof. Hätte natürlich auch so schicken können. Aber da unten ist ja auch eine Option. Warum auch nicht? Wer will was von mir? TC1. TC1, was bist du? Auf Gleis 4. Eurostar. Alles klar. Wir fahren so. H2 für Gleis 30. Das ist da unten. Gleis 30. Einmal hier so rüber. Runter auf die 30. Sonst dann vergessen. Glaub nicht. Oh, das ist so schlimm. Also, ich glaube, das Answer Challenge ist schon, dass man sich hier von dieser S-Bahn da unten hier nicht ablenken lässt. Dass es dann hier so rot daherkommt. Jetzt ist die Frage, wie schlimm das ist, wenn hier die Sachen pünktlich fahren. Es hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Leute, es ist gut. Oder streckenbedingt die Klingel abschalten. Also die Klingel nur für die Züge habt, die hier oben für den Bahnhof sind. Das wäre natürlich auch ganz cool. SDEK auf Gleis 32. Wir fahren so. 32 rein. Warum bist du rot? Achso, das ist S-Bahn. Kann mir egal sein. ...35 nach H1. Bitteschön. Naja, teilweise geht die Verspätung runter. 20 Minuten. War sonst im Durchschnitt alles eine Stunde verspätet. Da freuen sich die ganzen Pendler. Gut, Bahnstraße ist durch auf H1. Gleis 17 mit Abfahrt 8:27. 62 Minuten Verspätung. 17 auf TC3. Ja, das wäre easy. Super, 17. Wir fahren so. Der nächste von H1 und H2. H1 will auf Gleis 36. Komm ich da überhaupt runter? 36. Dann muss ich mit dir
so fahren. Also 4-1. Warte mal. 3-1-2 habe ich da. Nee, da stimmt was nicht. Halt. 4-1-6. Das ist der da, der will auf Gleis 21. Entschuldigung. 21 hier rüber. So, 21. Und 3-1-2. Der will auf 36. Das ist der Orange. Eben, da kann man sich schnell mal vergucken. 36. Das macht schon mehr Sinn. Gleis 8 nach SDE. Bitteschön. Und dann hier einmal runter. Da hätte ich jetzt beinahe die Züge vertauscht. Machen wir mal doppelt kontrollieren. 3-1-2. Da ist er. Ah, da kommt der nächste von SDE, Gleis 19. Gleis 19 ist ganz unten. Mal kurz schauen, Gleis 19. Oh, das geht aus. Ah, jetzt kann ich dich aber nicht so schicken, wie ich das gerne hätte. Das heißt, wir fahren unten rum. So, Gleis 19. 33 STIK. 33 STIK. Das ist gelb. Okay, eingestellt und du sagst dann hier mal Tschüss nach da drüben. Und nochmal mit warten. STE. Der nächste. Ach nee, 8 und 6. Sind wir noch der gleiche. Gut, Gleis 4, wir schauen mal aus 9.13. Der sind wir noch am Beladen. Der will auf H2 dann. Okay. Ja, wir könnten, wenn wir da unten ein bisschen rumspielen könnten, dass wir hier das Stop and Go mal ein bisschen wegnehmen. Und die auf die anderen Strecken schicken. Hm. Also mal nachschauen, wie war das? SDEB können auf K einfahren. Hier auf K. RRB und D kann man auch freitauschen. Okay. Das ist gut to know. H1 kommt 34. Södre. 33, deine Fahrstraße kommt jeden Moment. Sonst noch einen übersehen? Nö. Passt. Man, die fahren halt hier hintern auf der Strecke da. Man könnte ja natürlich sagen, der fährt jetzt runter. Der, was jetzt hinten dran ist, den schickt man eins dann rauf. Okay, ich sollte mich auf meine eigentlichen Züge hier konzentrieren. 36 nach Depot 3. Das noch nicht. 30 H2. Wir fahren so. Einmal so und eingestellt.
30, 30, 30, 32, Depot 4. Du kannst so fahren. Nee, Moment, halt, das ist Blödsinn. Auflösen. Nein, ich hab gesagt auflösen. 32 auf Depot 4. Du kannst hier straight bis hierhin fahren. Und dann hier da runter. Wobei, da kommt jetzt der 516. Der wäre nach 32. Den lasse ich erst vorbeifahren und dann kommt der auf 32 rein. Dann machen die hier fliegenden Wechsel. Gleis 4 auf SDE. Du fahrst mir hier hin. Und dann tschüss. TC3. Fährst hier so. Und hier auf TC3. Gott sei Dank haben sie das da hier so gebaut. Gleicher mit da oben, wobei da spielst du jetzt weniger. Sonst wäre hier echt Stau. Ja, fehlt nur noch 36. Der auf den Kollegen da hier wartet. Echt schade, dass ich dir das nicht schon mal voreinstellen kann. ...21 auf H2. Er macht auch die Übung da oben. STIB. So. Eben bei dem Zug beispielsweise, dass man den mal nach da oben schickt. SDE Gleis 15. 15 ist hier. Jetzt kommt von da oben natürlich einer. Wir müssen das leider so machen. Und von da nach hier auf die 15. So, 36. Jetzt kannst du jetzt die Probe fahren. 21 H2. Einmal hier nach da oben. Erledigt. Ist die IH2. Kommt jetzt auch wieder einer rein. Auf 31 will der. Gut, wir fahren so. 31. Der Depot 4 Zug, den haben wir auch schon eingestellt. Oh ja, ich bin zufrieden. Steht halt nur noch der hier. Aber auch nur für einen Moment. ...34 H1. Bitteschön. Also ihr seht, wir hatten ein bisschen was zu tun. Ich glaube, so richtig knackig wird es dann halt, wenn es halt hier pünktlich mit Verspätung hier reinkommt. Dass man hier dann ein bisschen jonglieren muss und vor allem dann hier beim Kreuzungsbereich. Habe ich den H1 schon? Nee, den H1 habe ich noch nicht gemacht. Der will aufs Gleis 36. Ja, 452, Gleis 36. Bitteschön, Einfahrt hast du. Oh, noch einer auf Gleis 9 willst du. Ja, weißt du was, dann kannst du aber so fahren, wenn du auf Gleis 9 bist. Mal kurz kicken. Wir fahren dann hier so nach oben. Gleis 9.
Gut. Ja, ich glaube. Ich hoffe jetzt erstmal, aber jetzt kommt der nächste 32, will auf die Pro 4. Das passt mir ganz gut. Du fährst mal bis hierhin. Es kommt gerade keiner. Kannst du ins Depot reinfahren? Aber bitte ein bisschen mit Schmackes. Ich warte auf, wenn K hier wieder kommt. Das Stellwerk wird vermutlich jetzt am Anfang in den Hitlisten ganz weit oben sein. Also jetzt hier alle spielen wollen. Aber es macht schon Spaß. Also auch das Nachbarstellwerk macht Spaß. Ich denke mal, das werde ich euch dann auch noch mal zeigen. Dann hoffentlich mit weniger Verspätungen. Und wenn dann Verspätungen, die ich selber verursacht habe. Nicht welche, die vom System hier schon gekommen sind. Aber auch mal neu. Wirklich so gut wie alles verspätet. Könnte man nicht einfach sagen, das ist einfach mal wieder mein Streik. Überall, in ganz Europa. Ich fand auch das noch ganz cool, die Streikbewegung mit den Lokomotiven, was sie da in Berlin gemacht haben. Was, glaube ich, 14 Lokomotiven sind es, glaube ich, gewesen, die dann um pünktlich um Mittag am Hauptbahnhof durchgefahren, also nicht ganz pünktlich, aber sind dann auf dem Hauptbahnhof durchgefahren und haben mal schön Dauer getrödet. Das war ein ganzes Spektakel. Das einzige Problem bei dem Streik war, dass die Lokomotiven nicht irgendwie mit Transparenten oder so geschmückt worden gewesen sind, weil die meisten Leute am Bahnhof selber, abgesehen jetzt von den Eisenbahnfans, haben nämlich nicht so wirklich gewusst, was abgeht, warum die da in großen Verband am Rumtröten sind. Das war ein bisschen doof. 15 auf TC3. Kriegen wir hin. Erst immer nach da oben. Und nach da. Und H1 auf 35. Bitteschön. So in dem Tempo geht es eigentlich echt ganz gut. Aber ich glaube, das wird mein Stellwerk-Sim-Video sein mit den meisten Glockenalarmen. Oh, der Depotzug. Oh, der ist auch schon wieder weg. Das ging jetzt noch schnell. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, für den Einblick in das Stellwerk soll es erstmal reichen. Ich denke mal, ich mache auch noch Saint-Denis. Schauen, wie das so ist. Dann haben wir hier mal ein Streckenstellwerk, was hier so abgeht. Aber das war jetzt erstmal Einblick in das neue Stellwerk Paris Gare du Nord, was ich hundertprozentig falsch ausspreche. Aber jetzt wisst ihr, was ich so ungefähr erwarten kann. Wie gesagt, bei mir ist jetzt alles verspätet. Mal schauen, wie das dann im Normalbetrieb ist. Eure Meinung gern in den Videokommentaren. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.